Leitendes Moss steht geschrieben. Dass Valisthea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Es wird bald hell. Beide Lager regen sich. Ihr kennt unser Ziel. Shivas Dominus. Und auch nur den Dominus. Niemand sonst? Ist ja langweilig. Und diese Frau, sie kreuzt hier wirklich auf? Unser Eins stellt keine Fragen. Hast du verstanden? Das ist ein Befehl. Wir gehen los. Auf, Wyvern. Ohne dich ist die Mission gelaufen. Ja, ich weiß. Den Toren! Schneller! Los! Jetzt auf einmal weigert ihr euch?
Habt ihr uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Genug. Havel, der König ist unser Gast. Und sein Entscheid ist final. Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Dalmekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominus hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominus haben. Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge. Was sagt ihr da? Wenn wir diese Festung aufgeben, haben sie Zugang zur Hauptstadt. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Also, bleib nur ich. Kupka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben. Dafür sorge ich. Großkotz. Benedikta. Gib Acht. Gibt der Löwe etwa Acht, wenn er Hasen jagt? Oder zweifelst du an meiner Kraft? Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benedikta. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Ganz schönes Chaos. Unsere Chance. Los, jetzt fallen wir nicht auf. Worauf warten wir? Auf ihn hier. Los, geh vor.
Halt. Spürt ihr das auch? Noch die Ehre gibt. Kommt. Verrecken? Wyvern! Reiß dich zusammen! Wir sind noch nicht fertig!
Gibst du auf? Tja, wenn du nicht zum Schild taugst. In den Ställen gibt es immer Arbeit. Oder willst du deinen Pflichten nachkommen, indem du dich wie ein Schwein im Dreck herumwälzt? Ich mach mir da keine Sorgen. Mein Bruder wird mich immer beschützen. Nicht? Los, irgendwann triffst du ihn schon. Ich glaub an dich. Na dann auf. Das Publikum wäre eine Zugabe. Fangen wir noch einmal von vorn an. Komm, zeig, was du kannst. Deine Technik wird sich auch im Gefecht bewähren. Doch wie ist es um deine Magiekünste bestellt? Die Flamme des Phönix brennt in dir. Nun lass sie emporlodern. Los, Clive! Lass Feuer herabregnen! Weiter so! Entfesse das Feuer, das in dir brennt. Wunderbar. Weniger würde ich vom ersten Schild Rosarias auch nicht erwarten. Ein Kompliment von euch? Ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich bin am Zug. Versuche, meiner Klinge auszuweichen. Immerhin. Ist deine Schwertkunst nutzlos, wenn du tot bist, bevor du sie einsetzt. Flink sein, Lord Rossfield! Ich wünschte, ich wäre noch so flink wie du. Versuche, meinen Hieben auszuweichen. Bleib dran, Clive! Gut. Beweg dich nur, wenn du musst. Merk dir, Clive, verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Scharfe Augen und flinke Füße sind unverzichtbare Qualitäten eines echten Schilds. Zudem bist du nicht irgendein Schild, oder? Zeig mir, was dich von dem Rest unterscheidet. In dir schlummert die Kraft des Phönix. Mache dir sein Segen zunutze. Tauch ein in die Flammen und stürm nach vorn. Nun, ich warte. Beeindruckend. Doch selbst der wendigste Schild wird nicht jedem Hieb entgehen können. Und wie du weißt, können ein paar wenige Schnittwunden genauso tödlich sein wie tausend. Der sicherste Weg, im Kampf nicht zu fallen, ist folgender. Achte auf deine Wunden und versorge sie, wenn nötig. Wo wir gerade davon sprechen, du siehst etwas mitgenommen aus.
So geht das nicht weiter. Kannst du nicht weiterkämpfen. Deine Wunden werden sich sonst entzünden. Sehr gut. Lass dich während eines Kampfes niemals ablenken. Über Leben und Tod kann ein einziger Augenblick entscheiden. Du musst dazu bereit sein, jedes verfügbare Mittel zu nutzen, um dir deinen Weg zum Sieg zu sichern. Oder zumindest, um den nächsten Tag noch erleben zu dürfen. Genug geübt. Zeit für deine Prüfung. Die Dusche scheint dich gut erfrischt zu haben. Aber bei Bedarf hätten wir noch einen Eimer. Nichts wäre mir lieber. Na dann, Lord Rossfield. Kämpfen wir. Du willst der Ehre würdig sein, dich den ersten Schild zu nennen? Beweis es. Wie ihr wünscht, Kommandant. Gewonnen! Na, ich hab's doch gesagt. Oh ja. Du hast es geschafft. Zum allerersten Mal. Beim Kämpfen kommst du ganz nach deinem Vater. Du bist ein echter Schild des Feuers. Lass dir das nicht absprechen. Auch nicht von mir. Was gafft ihr da noch? Schwerter in die Hand! Verschwende deine Gabe nicht. Nicht für sowas. Warum nicht? Wenn meine Schilde mich schützen, dann muss ich... Darum. Heute Morgen auch schon. Bleib lieber im Schloss. Nicht so schlimm. Ist nur ein Husten. Pass auf dich auf. Seine Gnaden ist zurück! Vater ist da! Euer Gnaden, bitte! Solch ein Ort ist eurer nicht würdig! Für Joshua bin ich mir für nichts zu schade. Ich will meinen Sohn sehen. Meine Herren, Rosaria dankt euch für eure unermüdliche Loyalität. Hab Dank, euer Gnaden! Zu euren Diensten. Joshua! Warum bist du nicht im Schloss? Das ist kein Ort für dich. Entschuldige. Guten Tag, Mutter. Komm, Joshua. Dein Vater erwartet uns. Lord Murdoch? Jawohl. Wer behandelt so sein eigen Fleisch und Blut? Ich weiß. Was kann er denn dafür? Nicht jeder kann der Phönix sein. Gehen wir, Jill. Thank you.
Schon gut, meine Freunde. Willkommen zurück! Danke, Joshua. Wie geht es? Besser? Ja, Vater, viel besser! Heute haben wir Clive beim Kämpfen zugesehen. Tatsächlich. Leise, Torgal. Aufhören. Hör auf! Das wird ein fabelhaftes Tier werden. Vater. Nicht nötig, Jill. Danke, euer Gnaden. Die Hauptstadt freut sich eurer Rückkehr, euer Gnaden. Krieg zieht auf, mein Sohn. Halt dich bereit. Ist es wirklich schon so weit gekommen? Komm in den Thronsaal. Wir müssen reden. Ja, Vater. Majestät. Schilde, abtreten! Hin, hm? Gehst du jetzt gleich zu deiner Audienz? Ja. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich muss Vater sprechen. Von denen könntest du noch was lernen. Wenn sie sich mit Los jetzt! Ladet! Aus, bevor die Herzogin uns hier beim Trödeln erwischt. Schon dabei. Es wird ernst, Männer. Das war ein wahrlich fabelhaftes Duell. Ja, ich war wie gebannt. Das war wirklich großartig, Lord Rossfield. Ein Mann mit euren Fähigkeiten verdient es, erster Schild zu sein. Ungeachtet von Alter und Erfahrung. Bereitet alles vor. Wir müssen jederzeit marschbereit sein. Scheint's kaum erwarten zu können. Verschlossen. Versuchen wir es durch den Seiteneingang. Los jetzt! Ladet schnell aus, bevor die Herzogin uns hier beim Trödeln erwischt. Hier, bitte. Ich bitte euch, Milord, schenkt diesem jämmerlichen Tollpatsch einfach keine Beachtung. Verbeug dich, du Esel. Aber ich... Darf ich dir erlaubt zu sprechen? Das ist nicht nötig. Wirklich. Doch, doch, verzeiht seine Manieren. Allein eines Blickes von euch gewürdigt zu werden, ist mehr als seinesgleichen verdient. Ja, andernorts würde er nicht mal halb so gut behandelt werden wie bei uns in Rosaria.
wie ich ihm Tag für Tag aufs Neue einbläue, war es sein Glück, dass er in eures Vaters Reich geboren wurde. Seht auf, bitte. Los! Sein Ungeschick werdet ihr ihm doch nachsehen. Sehr wohl, wenn das in eurem Sinne ist, Milord. Schon dich etwas. Denk dran, Rosaria braucht deine Kräfte. Wir tun alle unser Bestes, Milord. Ja, wir alle. Komm, gehen wir jetzt. Die Pflicht ruft, mein Guter. Wir bereiten das Abendessen vor. Da hat wohl jemand Hunger. Eine wahre Glanzleistung. Lord Murdoch konnte einem beinahe ein wenig leid tun. Die Weizenernte ist dieses Jahr mager ausgefallen. Dabei sind die Speicher ohnehin schon fast leer. Freuen wir uns, dass wir etwas haben. So schön ruhig hier, oder? Da ist Joshua! Milord! Ich drücke mich nicht vom Dienst. Ich inspiziere die Mauern. Befehl von Lady Annabella. Oh, Milord. Mein Träger arbeitet sehr zuverlässig. Bis zur Prozession ist alles bereit. Über die Kraft des Phönix verfügt nur Joshua. Nur er allein. Ihm darf nichts zustoßen. Ihr seid für ihn verantwortlich. Lasst ihn nicht noch einmal aus den Augen. Ja, euer Gnaden. Viel Glück.
Ihr wünschtet mich zu sehen, euer Gnaden. Wie kann ich dienen? Lass diese Förmlichkeiten. Mutter ist nicht hier. Wie ist die Situation im Norden? Schwarz, soweit das Auge reicht. In diesen wenigen Monden hat die Fäule dort fast alles verschlungen. Es bleibt nicht viel Zeit, wie sie auch uns verdirbt. Bei den Flammen. Der Andrang der Flüchtenden stellt unsere Stadt bereits vor eine Zerreißprobe. Schicken wir sie weg, in Richtung Süden, nach Port Isolde, verlagern wir die Sache nur. Jeder Tag, der verstreicht, kann uns zum Verhängnis werden. Wir müssen handeln. Ein Zug gegen die Eisernen. Das ewige Geplänkel führt zu nichts. Bringen wir es zu Ende. Unser Ziel ist die Eroberung des Drachenhauchs. Ohne den Segen des Mutterkristalls sind wir der Fäule hilflos ausgeliefert. Die Eisernen werden uns nichts schenken. Das wird ein schwerer Kampf. Morgen reiten wir zum Phönixtor, wo wir unsere Ahnen um Rat fragen, wie es der Brauch verlangt. Werde ich Joshua begleiten dürfen? Erst wäre da noch was anderes. Rodney? Sicher hast du die Berichte gehört. Wildstämme des Nordens sind bei uns gesichtet worden. Goblins in der Stillwindmarsch. Davon habe ich gehört, ja. Dann weißt du, was zu tun ist. Zwei Mann begleiten dich. Während wir nach Norden reiten, werdet ihr morgen das Lager suchen, finden und vernichten. Danach schließt ihr auf zum Phönixtor. Es wird Zeit, dass du dich bewährst, damit deine Mutter Ruhe gibt. Ich werde euch nicht enttäuschen, Majestät. Das wäre alles. Nun geh. Wir reiten früh. Ja, Majestät. Die Eisernen wurden einst vom Festland vertrieben. Doch der Patriarch will ihre Mission auf Stirn nicht ruhen lassen. Und wenn ihre Schiffe landen, wären sie schneller vor unseren Toren als die Fäule, fürchte ich. Also erobern wir den Mutterkristall und kommen ihnen zuvor. Ein Präventivschlag. Nur das Licht des Phönix kann uns durch diese Zeiten führen. Doch wir müssen an die Bürde denken, die Joshua tragen muss. Steh ihm bitte bei. Ich würde mein Leben für ihn geben. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommen wird. Der Krieg, der uns bevorsteht, wird nicht nur für den Mutterkristall gefochten. Das Wichtigste ist, dass wir diesen Barbaren nicht erlauben, auch nur einen Fuß auf Stirn zu setzen. Ich weiß. Lieber würde ich sterben, als das mit anzusehen. Habt morgen eine sichere Reise. Du ebenso, Clive. Möge der Phönix mit dir sein.
Willkommen zurück, Milord. Wie lange wirst du diesmal weg sein? Nicht lang. 4 Tage. Vielleicht 5. Und Joshua wird mit dir gehen? Ich kann ihn doch nicht hier lassen, oder? Das Blut der Rossfields durchfließt ihn. Vor einem Krieg muss das Ritual am Phönixtor vollzogen werden. Das weißt du. Und nur der Dominus kann ins Apoditerium. Also brauchen wir Joshua. Was für ein Wahnsinn! Der Junge ist krank. Ja, das weiß ich doch. Aber mein Sohn ist auch der Phönix. Der Erbe des Throns. Er muss in seine Rolle hineinwachsen. Alvin! Ruhig, Liebes. Clive begleitet ihn. Trotz seiner jungen 15 Jahre ist er ein fähiger Soldat und ein würdiger Schild. Und doch hat der Phönix ihn nicht für sich erwählt. Er hat ihn zurückgewiesen. Der Ruf unseres Hauses leidet darunter. Er ist unnütz, eine Schande für uns. So wie ich, mein Herz. Ach, Unsinn. Du bist der Herzog von Rosaria. Ach, nicht das wieder. Du weißt so gut wie ich, dass ich nur auf dem Thron bin, weil mein Vater früh verstorben ist. Und das auch. Nur so lange, bis Joshua bereit ist. Du warst der Erste in der Erbfolge. Und du sitzt auf dem Thron. Alles hat seinen rechten Platz. Du hast nicht das edle Blut der Familie beschmutzt. Ohne Menschen wie Clive, die uns beschützen, hätte dein edles Blut schon längst die Erde getränkt. Ich muss früh raus. Gute Nacht. Es ist soweit. Zeit, dich zu beweisen. Ein Wunsch an die Sterne? Schon lange nicht mehr. Ich sollte schlafen. Ja. Du gehst morgen mit ihnen, oder? Ich bin Joshuas Schild. Ich habe geschworen, ihn zu beschützen. Er nimmt zu viel auf sich. Wenn ich ihm die Last nur abnehmen könnte. Clive, du... Ich habe noch einen Auftrag. Vater hat ihn mir persönlich erteilt. Gut, wenn du nicht selbst zu Metia beten willst... Muss ich es wohl für dich tun? Es geht bald wieder Krieg, oder? Seit ich hier lebe,
habe ich mich an den Frieden gewöhnt. Ich dachte, der Krieg unserer Länder wäre der letzte. Aber es hört nie auf, oder? Nein. Der nächste Krieg wird noch größer. Aber du schaffst das, oder, Clive? Schließlich bist du ein rosarischer Schild mit dem Segen des Phönix. Es wird kalt. Gehen wir rein. Nach dir. Gute Nacht, Clive. Schade, Ambrosia. Heute gehen wir nicht jagen. Keine Sorge, du wirst das spitze machen. Ich versuch's. Viel Glück! Zum Phönixtor. Möge das Licht der Kristalle uns segnen und die Flamme des Feuervogels auf ewig brennen! Der Zug rückt aus! Öffnet das Tor! Lord Rosfield, erlaubt mir, euer Reittier zum Phönixtor zu bringen. Danke. Wir sind bereit, Milord. Es ist mir wahrlich eine Ehre, an eurer Seite dienen zu dürfen. Das wird kein einfacher Auftrag. Wenn die Goblins wirklich dort sind, müssen wir sie vertreiben. Die Wildstämme sind furchtlos. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Die kriegen wir schon. Sir Wade, Sir Tyler, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Wie ihr befehlt. Brechen wir auf. Und möge das Licht der Kristalle uns segnen.